Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute die meiner Meinung nach beste Handzahnbürste der Welt vorstellen. Und zwar ist das die Curaprox. Dazu muss man sich natürlich zunächst mal fragen, was ist überhaupt bei so einer Handzahnbürste wichtig? Warum kann es nun die beste sein? Wichtig ist bei einer Handzahnbürste, dass sie weiche Borsten hat, extrem weiche Borsten. Früher war man eher der Meinung, dass man harte braucht, damit die Zähne richtig sauber werden. Davon ist man zum Glück von weggekommen. Also man ist heute schlauer und weiß, dass die Borsten sehr, sehr weich sein müssen. Erstens, weil das Zahnfleisch sonst leidet. Man kann sich das Zahnfleisch richtig wegschrubben mit zu harten Borsten. Und das zweite Problem ist, was viele auch unterschätzen, dass man sich sogar den Zahnschmelz damit wegschrubben kann mit zu harten Borsten. Deswegen sind weiche Borsten extrem wichtig. Das nächste ist, dass es ist die Borstendichte, dass sehr, sehr viele Borsten pro Quadratmillimeter auf der Zahnbürste sind. Und das letzte ist ein extrem kleiner Kopf, ein kleiner Bürstenkopf, damit man eben überall hinkommt, selbst in die letzte, hinterste Ecke. Ja, und mit der Curaprox sind all diese Eigenschaften vereint. Das ist hier die Curaprox Ultrasoft CS5460 und der Name sagt eigentlich alles. Ultrasoft, klar, es ist Ultrasoft, also die Borsten, eigentlich kann man es nicht Borsten nennen, weil Borsten klingt ziemlich hart. Eigentlich sind das kleine Filamente und zwar Curenfilamente. Und ich meine, dass Curaprox auch das Patent darauf hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ich jetzt was Falsches sage, korrigiert mich gerne. Aber ich glaube, dass Curaprox das Patent für diese Curen-Filamente hat. Curen ist nämlich im Gegensatz zu Nylon, was bei herkömmlichen Zahnbürsten verwendet wird, tausendmal unfassbar vielfach mehr weich. Und ein Vielfaches weicher, eben ultrasoft. Und das nächste ist die 5460. Normale Zahnbürsten haben ungefähr 1000 Borsten. Diese hat 5460 Borsten und damit hat sie eine extrem hohe Dichte. Das nächste ist eben der Bürstenkopf. Also es gibt durchaus Bürsten, die einen kleineren Bürstenkopf haben, aber der ist auf jeden Fall klein genug. Also auch damit kann man sehr, sehr gut putzen und überall hinkommen. Und außerdem gibt es von Curaprox noch eine Kompaktvariante. Die sieht so aus. Die ist im Vergleich dazu noch ein bisschen kleiner und hat einen noch kleineren Bürstenkopf, aber eben die gleichen weichen und dichten Borsten. Und diese Curen-Filamente sind einerseits abgerundet an der Spitze, was sie eben auch nochmal besonders weich macht. Und die sind nur 0,1 mm dick im Durchmesser und deswegen passen eben auf einen kleinen Raum sehr, sehr viele Borsten und deswegen ist die Dichte so hoch bei dieser Zahnbürste. Und hinzu kommt noch, was ein netter Nebeneffekt sind, die vielen, vielen bunten Farben. Das ist jetzt eine Limited Edition mit diesem Schwarz-Weiß-Effekt. Gab es zusammen mit einer Pink-Weißen, die auch so, ja, verläuft. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Farben. Ich habe da mal ein paar mitgebracht. Und ja, irgendwo soll Zähneputzen ja auch Spaß bringen. Dann möchte ich euch noch die zweitbeste Zahnbürste vorstellen, meiner Meinung nach. Und zwar ist das die TP. TP sieht in etwa so aus. Das ist jetzt auch die Kompaktvariante. Kompakt X Soft heißt die. Also die normale TP hat auch einen größeren Kopf. Trotzdem, und das muss man TP lassen, ist der Kopf noch ein bisschen kleiner als von der Curaprox. Aber man kann bei der Curaprox eben auch die Kompaktvariante nehmen und einen kleinen Kopf bekommen. Also ist das nicht unbedingt ein Argument für TP. Die Borsten sind auch weich. Sie sind sehr weich, also so, dass man sie auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen kann. Die Dichte ist allerdings nicht ganz so hoch bei dieser TP-Zahnbürste wie bei der Curaprox. Ein Vorteil ist aber, dass man bei allen TP-Zahnbürsten den Bürstenkopf biegen kann, abrunden kann, wie man es möchte, damit man überall hinkommt. Und zwar muss man das einfach 3 Minuten unter heißes Wasser halten, dann so biegen, wie man es möchte.
und danach wieder mit kaltem Wasser abkühlen und ja, dann bleibt der Kopf in der Position, wo man ihn hingebogen hat. Jetzt hat TP aber eine neue Zahnbürste rausgebracht. Und zwar diese hier. Das ist die Special Care. Und die Special Care hat 12.000 Borsten. Also nochmal viel, viel mehr als die Cura Prox. Sie ist auch ultra weich. Also richtig, richtig weich. Und macht der Cura Prox auf jeden Fall deutlich Konkurrenz. Diese Special Care ist eigentlich herausgebracht worden für spezielle Fälle, eben Special Care, zum Beispiel nach chirurgischen Eingriffen, nach Implantationen oder eben auch bei Patienten, die von Natur aus, sage ich mal, sehr, sehr empfindliches Zahnfleisch haben und da sehr sensibel reagieren. Für die ist eigentlich diese Zahnbürste. Also TP kann ich auch guten Gewissens empfehlen. TP ist ein Tick günstiger als Cura Prox. Gibt es, meine ich, auch in der Drogerie bei DM, Butni, ich bin mir nicht ganz sicher, könnte man das gerne mal schreiben, wo genau es die gibt, aber auf jeden Fall denke ich in der Drogerie. Cura Prox hingegen gibt es nämlich nur in der Apotheke zu kaufen. Wenn ihr es irgendwo anders entdeckt habt, schreibt mir gerne, weil ich möchte das auch gerne meinen Patienten weiterleiten können, wo es die genau gibt. Ich kriege sie ja immer über einen Praxisbedarf, deswegen... Ich gucke zwar immer schon mal, wenn ich in der Drogerie bin, was gibt es hier Neues, aber ich kriege ja auch nicht alles mit. Also wenn ihr die noch irgendwo anders entdeckt, sagt mir gerne Bescheid. Ja, ansonsten die beiden kann ich euch empfehlen, wobei mein persönlicher Favorit die Cura Prox ist. Und nein, ich werde nicht gesponsert. Ich liebe einfach Cura Prox. Die ganze Marke bringt hervorragende Produkte heraus. Ist extrem gut durchdacht, da komme ich später nochmal in einem anderen Video drauf zu sprechen. Ich finde zum Beispiel auch die Interdentalbürsten von Cura Prox nochmal deutlich besser als die von TP. Und mein Favorit ist die Cura Prox. Aber ihr könnt euch gerne eure eigene Meinung bilden, schreibt mir gerne. Mich würde das super interessieren, wenn ihr auf eine der Zahnbürsten umsteigt. Wie ihr sie findet, wie eure Erfahrungen sind. Cura Prox kennen die meisten komischerweise nicht, ist extrem unbekannt eigentlich, obwohl sie so gut ist. TP, glaube ich, ist mittlerweile schon ein bisschen geläufiger, aber zählt eben auch nicht zu den typischen Zahnbürsten, die man sich so als Patient kauft. Da geht man eher zu Meridol oder Elmex oder irgendwelche Billiganbieter, gibt es ja alles Mögliche auf dem Markt. Aber ja, kann ich euch dringend empfehlen. Und wollte ich noch irgendwas sagen? Ach so, genau. Die Cura Prox Zahnbürste, die kommt hier mit so einer kleinen Plastikkappe. Das ist eigentlich ganz praktisch fürs Reisen. Was ähnliches hat aber auch TP. Auch da gibt es so eine kleine Verschlussklappe, die man einfach drüber machen kann. Und somit ist es ganz praktisch für unterwegs. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare unten. Mich würde das wirklich interessieren. Ich lerne auch nie aus. Mich freut es, von euch zu hören und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!